Nadja Brunkhorst, vielen Dank, dass du da bist hier in Braunschweig im Universum Filmtheater und deinen neuen Film vorstellst. Alles in bester Ordnung. Ich habe ihn mir angeguckt am Donnerstag, wirklich ein sehenswerter Film. Nicht nur wegen der Optik, auch wegen den beiden sympathischen Hauptdarstellern. Darüber sprechen wir gleich. Lange Zeit hatten wir jetzt Corona-Pandemie. Jetzt geht ja wieder viel im Kulturbereich. Da bist du bestimmt froh, dass du den Film persönlich vorstellen kannst, oder? Das ist so wunderbar. Ich war gestern in einem ausverkauften Kino, wirklich ausverkauft, und die Leute haben sich amüsiert, haben gelacht, und du merkst, das ist so richtig, die saugen das auf wie ein Schwamm, und ich glaube, unser Film Alles in bester Ordnung kommt da auch genau in die richtige Zeit, weil der ist so melancholisch, aber auch lustig. Also diese Mischung macht total was her. Ihr habt den Film ja auch mitten in der Corona-Pandemie gedreht. Ich habe gelesen, im März 2020 habt ihr angefangen und dann hat euch Corona erstmal Strich durch die Rechnung gemacht. Im Juli ging es dann weiter, aber das war gar nicht so ein Problem, oder? Naja, also natürlich hat uns Corona erwischt, wie es alle erwischt hat. Von daher habe ich mir persönlich gar keine Sorgen gemacht. Ich wusste irgendwie, dieser Film will gemacht werden. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist das natürlich gerade für einen Produzenten der Horror gewesen, weil auch der Ausfall ja am Anfang gar nicht versichert war. Ne? Also wenn ich mir das Bein gebrochen hätte, dann wäre die Versicherung eingesprungen. Aber ein Virus hatte keiner drauf. Ne? Also das war wirklich plötzlich, ist er eingeschlagen, genau Hälfte des Drehs. Wir hatten ein Glück, noch nicht so viele Außenaufnahmen. Das war wichtig, damit wir, das nennt sich Anschlussprobleme, damit wir keine Anschlussprobleme haben. Und dann haben wir eigentlich, nachdem die Drehgenehmigungen wieder da waren, 3 Monate später im Juni ein Glück wieder weiterdrehen können. Und das hat sehr gut geklappt. Wunderbar, das Ergebnis ist auf jeden Fall toll, auch dank der beiden tollen Hauptdarsteller. Einmal Marlene, gespielt von Corinna Harfuch, und Finn von Daniel Sträßer gespielt. Wie hast du die beiden gecastet? Hattest du einen von den beiden schon sofort im Kopf oder wie lief das? Na, der Film Alles in bester Ordnung ist ja eine Hommage an meine Mutter. Meine Mutter war sehr wunderhübsch, wirklich. Also wenn die über die Straße gegangen ist, haben die Leute geguckt. Sehr intelligent, auch sehr, sehr lustig. Und sie hatte zu viele Dinge. Das heißt, die Figur der Marlene stand schon fest. Das war so, und da habe ich überlegt, wer in Deutschland kann das sein? Und dann ist mir eigentlich nur die Corinna Harfuch eingefallen. Und ich habe ihr das Treatment geschickt, also bevor das Drehbuch fertig war. Und sie hat es gelesen und hat sofort zugesagt. Dann war die Herausforderung, zu ihr einen guten Partner zu finden, weil die Corinna natürlich sehr raumfüllend ist. Und wenn die Kamera da ist, dann schauen alle Corinna an. Aber ich brauchte halt einen Partner, der das auch steht. Und dann bin ich so dankbar gewesen, wie wir dann den Daniel Sträßer gefunden haben, der jetzt auch den Tatort in Saarbrücken macht. Und weil der diese Besonderheit hat und auch einen ganz, ganz tollen Humor, einen ganz anderen Humor, eher so Slapstick-mäßig, und trotzdem das wirklich das Bild füllt. Hey, was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Das können Sie nicht wegschmeißen. Die ist nass geworden, die ist kaputt hier und der Schirm ist auch hin. Lassen Sie ihn los. Nein. Ja, bitte sehr. Es ist bloß eine Lampe. Das ist eine Erinnerung. Aha. Tja, ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dazu brauche ich die Lampe nicht. Ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dafür brauche ich Sie nicht. Die Marlene, das ist ja so eine Frau in den Mid-50ern, und die Corinna, die verkörpert die, finde ich, so perfekt. Das ist eine Frau, die in sich ruht, die lebt zwar in so einer vollen Wohnung mit so vielen Sachen, da würde ich ja verrückt werden, ne? Aber sie ruht irgendwie in sich, geht hin und wieder mal in den Flur, um dann ihre Entspannungshörbücher zu hören, ne? Aber im Prinzip ist das schon eine sehr entspannte Person, zumindest oberflächlich. Man merkt ja dann später, dass sie schon irgendwie was ändern möchte und auch offen ist, an ihrer Situation etwas zu ändern. Was mir aber auch aufgefallen ist, sie trägt immer die gleichen Klamotten. Also mit Klamotten scheint die Sammlerwut nicht so verbunden zu sein. Ich weiß nicht, inwieweit du ein Sammler bist, aber es ist häufig so, wenn man Sammler ist, dann benutzt man ja von seinen sehr vielen Dingen gar nicht so viel, sondern benutzt quasi das, was so in Reichweite ist. Und die anderen Dinge kann man ja gar nicht wahrnehmen. Und das war eigentlich die Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, sie ist halt wie, das ist halt sie als Person, es repräsentiert sie auch.
Außerdem steht ihr ja rot unglaublich gut. Also dieser Pullover, ich finde, der steht ihr total gut. Das sieht gut, super, ne? Aus. Ja, ja, genau. Ja. Da kriegt sie so gleich so rosa Bäckchen und so, das ist ganz schön. Das stimmt. Und Finn auf der anderen Seite ist halt Minimalist, ist ja auch so ein Trend, der will mit 100 Sachen im Leben auskommen. Ja. Also komplette Gegenteil. Sind Sie denn eher der Typ Sammlerin oder eher der Typ Minimalistin? Also ich bin eher in der Mitte angekommen, bin da auch sehr dankbar, aber wenn du jetzt sagst von der Grundvoraussetzung, und ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt so eine gewisse Grundvoraussetzung, also so mit dem du geboren wirst, wie fühlst du dich wohl, bin ich eher Pippi Langstrumpf Sachensucher. Ja, so Sperrmüll als Kind und so und die Sachen rantragen und vor allen Dingen die Haptik und die tollen, also Gegenstände, wo man gar nicht weiß, wofür sie sind, aber sie einfach irgendwie industriell schön aussehen, die habe ich alle zu mir nach Hause geschleppt. Mein Bruder wiederum ist der Typ mit dem Staubsauger. Okay, perfekt. Also ist wirklich irgendwie ein Zusammenhang mit Ihrem eigenen Leben oder deinem eigenen Leben. Ich glaube, dieser Film berührt alle ein wenig, weil jeder kann sich finden in der einen oder auf der anderen Seite. Und und vor allen Dingen, weil der Film auch lustig ist. Das finde ich ganz wichtig. Mir war das sehr wichtig, den Film nicht so normal deutsch zu erzählen, sondern eher einen französischen Touch zu geben durch die Farbgestaltung, auch durch die Musik und durch den Humor vielleicht so ein bisschen was in Richtung Englisch, was ja auch so ein bisschen mein Humor ist, übrigens auch der meiner Mutter. Und diese Kombi war für mich ganz wichtig. Aber hat sich deine Einstellung zu Materiellem durch den Film geändert? Hat sich da was in deinem Kopf getan? Naja, ich habe mich ja jetzt 5 Jahre mit dem Thema beschäftigt und dadurch tut sich schon was. Ich glaube, ich habe jetzt weniger als vorher. Ne? Aber ich habe ja auch aus dieser Wohnung 200 Dinge mitgenommen für die Kinotour. Ich gehe momentan von Kino zu Kino quer durch ganz Deutschland. Man kann das auch sehen, wenn man wissen will, wo ich bin, entweder auf meinem Facebook-Account oder man guckt bei Alles in bester Ordnung -derfilm.de. Da ist dann die Kinotour. Und in jedem Kino, wo ich bin, verlose ich 2 Requisiten aus dem Film. Nette Idee. Und ich finde das total lustig, weil A, lieben die Leute das. Ich war ja jetzt schon in 6, 7 Kinos. Und B, ist das für mich auch wieder mein Humor. 2 Leute gehen mit mehr Dingen aus dem Kino, als sie reingekommen sind. Das finde ich lustig. Das stimmt, das ist eine Komödie in sich. In sich. Total cool. Total. Genau, bekannt geworden natürlich bist du 1981 als Christiane F. in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Du wirst sicherlich oft darauf angesprochen, warst danach erfolgreich als Drehbuchautorin, hast viele Filme gemacht. Das ist jetzt dein erster Film als Regisseurin. Du bist ja auch Drehbuchautorin, aber eben auch Regisseurin. Warum hast du dir so lange Zeit gelassen? Das ist eine sehr charmante Frage. Also, Zeit gelassen habe ich mir eigentlich gar nicht, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was gerade angelegen hat. Und in der Zeit, wo ich gespielt habe, habe ich halt gespielt und später habe ich geschrieben, vor allen Dingen auch, weil ich ein Kind hatte. Und ich finde, diese Kombination Kindererziehung und Schreiben passt super zusammen, weil ich wollte immer schon schreiben, aber die Disziplin dazu hatte ich nicht. Kaum hatte ich ein Kind, wusste ich, ich habe jetzt 3 Stunden, dann kommt die wieder aus dem Kindergarten. Dann habe ich geschrieben, die 3 Stunden habe ich dann genutzt. Also die Struktur, die Kindererziehung vorgibt, hat mir sehr gut getaugt, um in meine Kreativität da zu kommen, was Schreiben betrifft. Und dann musst du das Kind ja erstmal irgendwie durchkriegen und dann überlegst du, wie geht's weiter und dann machst du halt Regie. Genau, hat sich eben so ergeben, wie das Leben so spielt, oder? Alles in bester Ordnung. Genau, da passt es wieder mit dem Titel. Das Drehbuch für Alles in bester Ordnung hast du mit Martin Rehbock geschrieben. Wie ist denn das, wenn man mit jemandem zusammen so ein Drehbuch schreibt? Wie kann man sich den Prozess vorstellen? Ist das einfach oder ist das eher komplizierter? Also das kommt ganz drauf an. Also tatsächlich ist ein kreativer Austausch wie ein gemeinsames Schreiben ein bisschen was wie... Es hat auch viel mit Chemie zu tun, also kannst du mit dem oder kannst du nicht. So ein bisschen wie wenn du in eine Ehe eingehst oder so. Das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Mit Martin hat es total funktioniert, hervorragend. Und ich, also die Idee habe ich ja entworfen in Anlehnung an meine Mutter und habe dann das Treatment auch allein geschrieben. Und als es dann zum Drehbuch ging, habe ich so gemerkt, ja, jetzt gerade für die Dialoge, die ja so Screwball-Komödien-Dialoge auch sind,
da ist es schön, wenn da auch noch ein männlicher Anteil reinkommt. Und dann haben wir eigentlich das immer so gemacht, einer schreibt eine Szene, also nicht der Mann des Mannes, sondern einer schreibt die Szene, dann habe ich es rübergeschickt, dann hat er daran gearbeitet und ich an seiner. Mhm. Also wir können jetzt nicht mehr auseinanderhalten, wer welchen Gag geschrieben hat. Okay. Ich erinnere mich so an ein, zwei Sachen, wo ich sage, das ist meins, glaube ich. Und ich weiß auch ein, zwei Sachen, die seine sind, aber im Großen und Ganzen war das dann ein gemeinsames Gesamtkunstwerk. Aber dass es eine Komödie wird, war von vornherein klar, oder? Ja, das war meine Entscheidung zu sagen, ich möchte meine Mutter so ehren. Ich möchte sie ehren, auch so, dass es halt auch Spaß macht und dass ich einen Film mache, den ich auch selber sehen möchte im Kino. Und es ist tatsächlich so, jetzt auf der Kinotour, ich setze mich häufig rein und bin dabei und ich sehe ihn echt gern nochmal, den Film, weil der einfach so schmackig ist und lustig und man sieht jedes Mal ein bisschen mehr. Und ja, es ist, mir war das sehr, sehr wichtig, das so zu erzählen. Genau, finde ich auch. Hat ein Zeug zum Klassiker auf jeden Fall. Nicht nur wegen der visuellen Darstellung. Ja. Das ist wirklich toll. Marie Kondo ist ja so ein Begriff, was so das Aufräumen angeht. Ist ja so ein Riesentrend. Ne? Gibt ja auch Aufräumberater überall in der Bundesrepublik. Wie hast du recherchiert zu diesem Thema? Hast du dich mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel zum Aufräumen beraten oder die eine chaotische Wohnung haben oder die eben viel sammeln? Hast du dich mit solchen Leuten ausgetauscht oder wie lief das ab? Also A, habe ich ja meine Mutter als quasi Quelle vieler Dialoge, die wir schon miteinander hatten, den Brotschneide-Dialog, wenn man es dann gesehen hat, weiß man es, habe ich, glaube ich, tatsächlich mit ihr geführt. So, was hiermit? Alte Brotschneidemaschine. Klemmt. Kann weg, oder? Nee, die brauche ich noch. Aber die ist kaputt. Nee, die kann ich reparieren. Ach ja. Ja. Ja, hast du schon mal was davon gehört, dass die Ressourcen der Welt sich aufbrauchen? Ach Gott, jetzt mach doch nicht so oft moralisch, du kannst sie einfach nicht trennen. Ich kann die noch verschenken. An wen denn bitte? An einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Ja, vielleicht. Und wann siehst du die? Wen? Na, deine Freunde. Ich sehe meine Freunde, also... Wenn ich meine Freunde sehen will. Aha, und wann willst du sie sehen? Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, dann hoffe ich mal, dass noch Freunde übrig sind, wenn du hier fertig bist. Ja, wie macht man das? Ich habe tatsächlich viel gelesen, auch Aufräumratgeber gelesen, habe mich aber mit keinem Aufräumratgeber getroffen, weil ich das nicht wollte. Ich habe Menschen getroffen, sowohl Sammler, bin in die Wohnung rein, habe mit denen geredet. Das war immer sehr angenehm, weil ich fand, die hatten alle wirklich einen sehr, sehr liebevollen Umgang mit den Dingen und einen sehr genauen und eben nicht verschwenderischen Umgang. Und das fand ich wirklich immer herzergreifend. Und ich habe mit Minimalisten geredet. Mit denen habe ich mich komischerweise meistens in irgendwelchen Cafés getroffen. Aber ja, ich habe mit beiden geredet und dann bin ich noch in die Bibliothek gegangen. Das mache ich immer gerne so, dass ich zu so einem Regal hingehe und dann links und rechts immer so alles ablese, was da so drin ist. Und irgendwie ja, viel Recherche, was dann ja auch Chaos bringt. Und dann musst du es halt wieder ordnen und dann wird es ein Drehbuch. Genau, und so eine Wohnung von einer Sammlerin, die muss ja auch irgendwie hergerichtet werden. Ne? Da reicht ja die Recherche der Theorie quasi nicht aus, sondern da müssen ja auch Sachen her. Und ich habe gelesen, ihr habt euch da wirklich auf farbige Sachen konzentriert. Es durfte nichts Weißes sein und nichts Schwarzes. Warum? Naja, wir als Wissende, wie die Wohnung am Schluss ist, das kann ich jetzt nicht erzählen. Genau, das dürfen wir nicht verraten. Wussten schon, welche Sachen wir brauchen und dann musste es halt, ich sage mal, farbident sein. Das heißt, es musste in einen Farbkreis reingehören und wenn das so eine klare Ansage ist und du lässt das Weiß weg, dann hast du schon von vornherein so eine eigene Gestaltung. Ne? Und die Wohnung von Marlene, wir schweben da ja mit der Kamera rein am Anfang auch so und das hat ja so eine höhlenartige Schönheit. Ne? So, und das hat aber auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel eben Weiß weggelassen haben. Aber das war auch eine wirkliche Wohnung oder ein richtiger Raum. Das war nicht irgendwie in einer großen Halle, dass man viel Platz hatte, auch um die Kamera zu bewegen, sondern das war wirklich sehr eng, oder? Wir haben das gebaut.
Nein, nein, wir haben das gebaut, weil in einer Wohnung, das spielt ja auch in einem Neubaukomplex, das heißt, da ist die Deckenhöhe 2,20, da, okay, da kommen wir nicht weit. Mhm. Ich wollte immer diese Szene, dass sie auch auf eine Leiter steigen, das machen sie dann ja auch. Das heißt, wir haben in einem leerstehenden Krankenhaus gedreht und dort oben im 5. Stock, unter anderem, weil der Boden natürlich ein Parkett war, das war der Gymnastiksaal des Krankenhauses, der ehemalige, und wir gleichzeitig Fenster hatten, wo wir auch Dinge aus dem Fenster schmeißen konnten. Das war mir auch wichtig, dass ich diese Szene original drehen konnte. Und da hat meine großartige Szenenbildnerin Sasi Knepper das alles hingebaut. Ne? Und wir hatten halt auch Wände, die wir rausnehmen konnten, damit die Kamera mal ein bisschen mehr Platz hat. Und diese Inseln in der Mitte haben alle Rollen runter, damit man die ein bisschen rumschieben kann. Ne? Weil wir waren ja 20 Mann Team, die da drin waren. Das war schon spannend, kann man sagen. Besonders der Tonassistent, das war so ein 2-Meter-Mann. Ich habe gesagt, wie willst du das machen? Er hat gesagt, du siehst mich nicht. Es hat geklappt. Ja, aber ich glaube auch, die Frau Knepper, die war wirklich ein Glücksfall. Ne? Das unbedingt ist ja so toll, das ist echt so ein Glücksgriff gewesen. Und kam die schnell auf die Idee oder wie war da eure Zusammenarbeit? Na, ich habe von vornherein gesagt, wenn die Wohnung nicht gut wird, dann brauchen wir den ganzen Film nicht machen. Es war von vornherein klar, dass da auch Budget rein muss und dass wir diese Wohnung wirklich gestalten. Das ist unser dritter Protagonist. Ohne die geht's nicht. Ne? Und die Sasi Knepper, die hat mir dann halt dieses Angebot gemacht, wir bauen das nicht nur von unten, ne, was so normal wäre, sondern auch von oben, ne? Stalagmiten, Stalaktiten und das in so einer Höhlenform. Und dann hat sie das ja so liebevoll eingerichtet, dass dann wirklich man trotzdem sich wohlfühlen kann in dieser Wohnung. Ne? Dass man weiß, da ist der Bettbereich, da ist ihr Arbeitsbereich und das kommt total gut rüber. Und die Corinna Harfuch hat übrigens während des Drehs ganz oft in den Drehpausen, ist sie in der Wohnung geblieben, hat sich ein Buch geschnappt, gab ja auch viele Bücher und da ein bisschen gelesen und so und saß einfach mit uns da, während wir die Kamera umgebaut haben, rum. War ganz toll. Also ich habe Mitleid mit Dingen. Wenn ich da was steht auf dem Straßenrand oder irgendwo, ich muss das mitnehmen. Ich kann das einfach nicht stehen lassen. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute sowas wegschmeißen. Aber zu Hause dann, bei mir dann, geraten die Dinge außer Kontrolle. Also ich, weißt du, selbst wenn ich denen einen Platz zuweise, sie bewegen sich, wenn ich nicht hingucke. Das ist wie ein Vakuum. Und wenn man sich da nochmal ausführlich umgucken möchte, wenn man vielleicht den Film schon gesehen hat, da sollte man mal auf den YouTube-Kanal von Erdmöbel gehen. Die genau haben ja gerade ein neues Album rausgebracht. Guten Morgen Ragazzi heißt das. Und da ist auch der, kann man sagen, Titelsong aus deinem Film Vakuum drauf. Und die haben eben in diesem Raum auch gedreht, ein 360-Grad-Video. Und das ist total cool. Und da soll man unbedingt mal reinklicken. Da kann man mit dem Cursor, wenn du selbst, also YouTube, gehst du rein, Vakuum heißt das. Und dann kannst du mit dem Cursor dich selbstständig in der Wohnung umsehen. Das heißt, du kannst nach oben gucken, nach unten, zur Seite und das ist so schön. Genau, also man kann schon sagen, viele Dinge können auch was Schönes an sich haben. Ne? Unbedingt. Unbedingt, ne? Genau, vieles basiert ja in unserer Gesellschaft auf materiellen Dingen. Liest du diesen Film auch als Kapitalismuskritik? Das könnt ihr alle gerne machen. Ich finde immer, Film ist Emotion. Und ich beschäftige mich mit der emotionalen Weitergabe von Geschichten. Dass dabei natürlich ein bisschen Einstellungen auch rüberkommen, aber sie sind auch von allen Seiten zu betrachten. Und also ich bin immer der Meinung, es gibt andere Erzählweisen als über Worte. Ja? Also Kapitalismuskritik ist ja auch wieder ein Wort. Ne? Es gibt halt emotionale Erzählweisen und dann gehst du raus aus dem Kino und du bist emotional ergriffen und was du dir dann für Gedanken dann machst, ist dann wieder dein Ding. Ne? Das stimmt, das ist irgendwie, ja, liegt im Auge des Betrachters. Und genau, es liegt auch im Auge des Betrachters, was jetzt gut ist, Sammeln oder der Minimalismusansatz. Und du nimmst da ja auch keine Stellung ein. Das war dir ganz wichtig, oder? Mir war das ganz wichtig, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also jeder hat einen individuellen eigenen Wohlfühlraum. Erst kommen wir, dann unsere Klamotten und dann unsere Gegenstände und jeder braucht was anderes. Und ich bin nicht der sagt, das ist richtig, das ist falsch, so musst du es machen. Das ist alles Schwachsinn. Jeder ist da ganz individuell.
Alles in bester Ordnung heißt das. Regie, ja, Langfilmdebüt von Nadja Brunkhorst. Vielen Dank. Eine Komödie über das zu viel und das zu wenig. Genau, vielen Dank für das Gespräch und zuletzt noch die Frage, hast du denn schon ein nächstes Projekt in Arbeit? Kommt da demnächst noch was von dir? Ja, ich bin gerade am Schreiben und wir sind dann bald in der Finanzierung, da kommt was und das wird auch wieder saftige Farben haben und es wird auch wieder lustig werden. Sehr schön, da freuen wir uns alle drauf. Nadja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch und ja, noch viel Spaß auf deiner Kinotour. Dankeschön.